Endlich. So, jetzt kann ich die scannen. Ach, Moment mal. Okay. Übrigens, Y und Z-Tasten sind vertauscht hier, ne? Ja. Auch schon gemerkt? Nee, aber ich konnte es mir fast denken, weil halt, Englischsprache mit Spiel, naja. Halb ist. Server not responding. Verarschst du mich hier gerade? Bei was? Ja, ich habe hier keinen Response. Was? Okay. Wie, wir gehen durch die Sumpflandschaft. Da ist ein Mörser dabei. Ein schwerer Ranger dabei. Okay. Noch ein schwerer Ranger. So, bitte Nummer 1 ausschalten. Oh Mann, wie konntest du nochmal feuern? Oh, jetzt weiß. Ja. Numerische Tastenblock? Ach so, alles klar. Aha. Alles klar, alles klar. Also zumindest hab ich. Zumindest mach ich dann so. Ja, ja, ist okay. Komm, den Rest. Okay. Scannen wir mal die Überreste mal eben schnell. Okay. So, okay. Und wenn wir jetzt aber erstmal alle Schildgeneratoren ausmachen. Ich meine, ich habe damals, kann mich doch dran erinnern, habe ich nämlich nicht die Schildgeneratoren ausgeschaltet. Und ich hatte dann doch ein wenig mehr Spaß. Okay. Mhm. Ne, weil da hat sich dann plötzlich blöderweise beziehungsweise in der Mission, die habe ich glaube ich nie zu Ende führen können, weil ich blöd war. Also ich war da einfach absolut blöd gewesen, weil ich den ich bin dann blöderweise, ja, das kann man wirklich blöd nennen, in den Bunker einfach reinmarschiert und hab versucht, die Geisel zu befreien und dann hat sich, soweit ich das weiß, haben sich plötzlich alle Tore geschlossen und ich bin da einfach nicht mehr rausgekommen. Mhm. Okay. Ja. Und sowas ist blöd. Sowas ist sehr, sehr blöd. Wenn man denn sowas hat. Komme ich da durch oder muss ich da woanders hergehen? Ich hoffe mal, ich komme da durch. Nein, ich komme da nicht durch. Scheiße. Wer flucht noch eins? Hallo? Ja? Ja? Okay. Anzeigetreiber wurde noch ein Fehler wiederhergestellt. Yep. Also hat sich das Ding
wieder verabschiedet. Ja. Aber sowas ist sau doof. Okay, den Schildgenerator überschreiben. Muss ich den überschreiben? Ja, ne? Keine Ahnung. Keine Ahnung, stimmt. So. So, aber jetzt müssen wir den Gorn-Captain besiegen. Und so dämlich es ist, das Ding hat jetzt wieder auf Maximum GPU-Leistung geschalten. Okay. Weil da eben klein gecrashed ist. Also ich sag mal bis gleich und ich werde dann Star Trek Online wieder deinstallieren. Das ist scheiße. Was später. Ja. Ich sag dann mal. Bis gleich. Viel Spaß beim Neustart. Moment, ich muss das mal schnell noch was machen. So weit kannst du nicht werfen, du Arsch. Captain, du bist ein kleiner Stricher. Scheiße. Fuck off. Ich muss auf das Schiff beamen. Erst gucken wir. Alles bitte nehmen. Ich werde noch erst schnell noch das Update installieren. Antivieren. Meines geringsten Misstrauens. Boah, das ist genau. Sehr, sehr doof. So, der Patch. Genau, das hat doch gleich gebracht, weil der so und so ein Patch installieren wollte. Der installiert werden musste. So, wie gesagt, also dann, ich bin bis gleich. Das noch. Schließen und. Das auch noch schließen. Ach so, und jetzt. Was zu mir sagen, ich pleite Pech und Pannen. Ja, genau. Was kann ich dafür, dass die Programmierer scheiße fahren? Bis gleich. Ja, also bei mir läuft's. Na, komm. Und da bin ich noch. Wow. Was denn wow? So einen schnellen Neustart hast du gemacht. Ja, was denn? Was erwartest du? Dass es Ewigkeiten dauert? Ich hab ja nicht deinen Rechner. Ach, du bist doch ein Arsch.
So, aber offen gestanden, würde ich jetzt einfach sagen, nachdem ich heute doch ein bisschen mehr auf den Sack gekriegt habe. Also mehr wie üblich? Oh, ah, okay. Okay. Du verarschst mich jetzt gerade, wa? Ich probier's jetzt noch einmal, ihn jetzt hier platt zu machen. Sollte das jetzt nicht funktionieren? Würde ich sagen, wir machen heute für heute Abend Feierabend. Das ist ja schon ein bisschen später wieder. Okay. No? Mhm. Na gut, ich tue bloß noch etwas einstellen und aber dann nicht nochmal weiter zocken. Mhm. Ich werde mal die GPU-Berechnung ausstellen für Partikel und sowas. Mhm. Eventuell könnte die fehlerhaft sein, weil ja Nvidia immer das so schön beschissen macht für andere Grafikkartenhersteller. Das ist ja immer so eine lustige Masche von denen. Du kennst ja die Geschichte um hier Physik, ne? Ja. So, hab ich sonst noch was? Wenn ich ihn jetzt nicht fertig mache, wie gesagt, dann gehe ich für heute Abend definitiv raus. Ach, hast du keine hier, hast du keinen, so einen langen Geduldsfaden? Doch, einen langen Geduldsfaden habe ich. Aber? Auch der lange Geduldsfaden ist nach etwas längerer Zeit dann auch vorbei. So? Ui. Mhm. So, das. Und wieso regeneriert der Arsch sich? Wieso regeneriert? Das kannst du doch genauso machen. Ja, trotzdem, das ist ein Arsch. Du weißt, wie du deine Schilde auf einer Seite stärken kannst? Ja, über die Pfeiltasten. Mhm. Ja, das weiß ich. Du weißt auch, wie du die einzelnen Subsysteme mehr Energie zuweisen kannst? Nein. Da hast du an der linken Seite solche Tasten. Da kannst du für einzelne Subsysteme die Energieverteilung erhöhen. Mhm. Da kannst du zum Beispiel für die Schilde mehr Energie zur bereitstellen als für die Waffen. Mhm. Für den Antrieb. Oder kannst du deinen Waffen hier extrem viel Energie geben? Okay. Es reicht für heute. Ich bedanke mich recht herzlich. Oder für was heißt nicht nur ich. Und wir bedanken uns recht herzlich fürs Zusehen und mit Sicherheit in einer der nächsten Folgen von Chillen mit WTOSS.de. Und wir wünschen euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr euch das Video anguckt.
Und im nächsten Chillstream wird es wahrscheinlich entweder mit Star Trek Online weitergehen, oder es wird OMSI geben, oder es wird wieder Space Run Galaxy geben, oder in ATS, ETS, wir wissen es noch nicht. Und wie also, das so willst du denn? Also wenn es Star Trek Online ist, dann willst du deine masochistische Order wieder ausleben. Ja. So, dann beenden wir das mal und ich sage bis denn dann und tschüss.